Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir. Und zwar wird dieses Tutorial Folgendes umfassen. Ich werde euch zeigen, wie man hier in Minecraft ein paar Mods installiert. Zum Beispiel den Zombie Fly Mod, den Singleplayer Commands Mod, den Pokéball Mod und den Mod Loader. Obwohl der Mod Loader eigentlich klar und verständlich sein dürfte. Der Millionär Mod, den finde ich irgendwie nie die passende Version. So. Gehen wir mal in den Google Explorer. Das dauert jetzt ein bisschen. So. Gehen wir zuerst mal Zombie Mod Pack ein. Dann klicken wir einfach mal auf das Minecraft Forum. Jetzt sind wir hier, bla 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 bla. Ja, ich sollte mal kurz. Ne, wir sind ja noch in der 1.6er Version. 1.6.6. Leute, wir laden uns jetzt erstmal hier den Zombie Mod runter. Perfekt. Wir extrahieren den Spaß, extrahieren, bla 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 bla, wir warten, schließen das, minimieren das. So, dann öffnen wir einen neuen Explorer. Okay, ja, jetzt habe ich sie falsch eingegeben. So, jetzt gucken wir nach dem Singleplayer Commands. Jetzt habe ich natürlich wieder Commands. So, ich bin nicht gerade so begabt im Schreiben, wie man ja wahrscheinlich schon sieht. So, wir scrollen runter. Erstmal, also hier ist ja erstmal hier das Tolle, wie finde ich diesen Mod? Scrollen, 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 scrollen. Das war, glaube ich, ziemlich weit unten, die Download-Links. Und genau, hier haben wir den. Okay, jetzt sind wir hier auf Adfly. Herzlichen Glückwunsch, sehr bla, ficken, lass mich in Ruhe. Das freut mich. So, wir machen Werbung überspringen und laden uns somit den Singleplayer Commands Mod runter. Wir klicken drauf, drücken oder hier erstmal auf alles extrahieren, extrahieren. So, dann hat es extrahiert. Dann machen wir das minimiert. Genau, dann minimieren wir das. Dann gucken wir nach dem. Was gucken wir jetzt für einen Mod? Ich würde sagen, jetzt gucken wir den. Wie heißt der Mod Loader? So, Mod Loader, können wir hier auch in Minecraft Forum Dingens reingehen. So, dann gehen wir hier auf Direct Download. Dann lädt es nämlich sofort runter. Ich mache mal alle extrahieren mal wieder. Zack, er ist extrahiert. Das freut mich. Sehr schön, hat's fertig. Wir minimieren das wieder. So, jetzt wollte ich noch den Pokéball Mod. So, dann machen wir mal den Pokéball Mod. Hier vor Minecraft Beta 1.6.6. Für diesen Mod brauchen wir den Mod Loader. Den Mod Loader habt ihr ja schon gesehen, wie man den macht. Hier habt ihr das Crafting Recipe, ne? Wo ist denn jetzt hier der Download-Link? Nein. Wahrscheinlich das hier. Nein, ich möchte das hier. Okay. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wie man das jetzt downloadet, weil ich möchte das hier nicht downloaden. Das hier vielleicht. Nein. Meine Fresse, wo kann ich den denn downloaden? Genau, wir machen erstmal den Pokéball-Mod, stellen mal rein, aber gehen keinen Download-Link an. Wo immer dieser Download-Link sein soll, hier ist er nicht. Ja, wir gehen mal zurück. So, wir gucken nochmal nach dem Pokéball-Mod. So, mal sehen, was wir jetzt hier haben. Alles klar, ja, das ist dasselbe, freut mich. Gut, wir machen das nochmal weg. So, dann war ich demnächst hier in diesem Tutorial, glaube ich. Jo, dürfte das hier sein. So, und dann können wir hier einmal den Pokéball Mod direkt hier runterladen unter diesem Link. So, dann sind wir hier nämlich wieder Minecraft Forum. Hier kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Hier haben wir dann die Links.
laden wir den runter. Der Pokéball-Mod, wir extrahieren den ganzen Spaß mal wieder, kennen wir ja schon. So, das hat extrahiert, dann machen wir das schließend, das minimieren. So, und dann traue ich mich jetzt mal was Neues. Wir gucken jetzt mal nach dem Millionaire-Mod. Millionaire Mod for Penis, fürs Tutorial, bla, WinRAR, WinRAR Download, Modloader, Millionaire Mod. Hier haben wir den Millionaire Mod. Sehr schön. Jetzt sind wir auf diesem offiziellen Millionaire Mod Penis drauf. Ja, hier haben wir das Update 0.8.5. Jetzt müsste ich bloß noch kurz den Download-Link finden. Hier haben wir den. Jetzt sind wir wieder auf Adlai. So, dann hätten wir den Millionaire-Mod. Also mit diesen Mods macht es mir eigentlich extrem Spaß zu spielen. Es gibt natürlich noch den Mine-Colony-Mod und sowas, den Autoler-Mods. So, schließen wir das. Okay, den Millionaire-Mod machen wir wieder alles extrahieren. Okay, wir warten und wir warten. Sehr schön. Das Schließen, das Minimieren, das Spiel kennen wir ja mittlerweile. So. Dann geben wir hier ein Prozent, App, Data, Prozent und laden das. So, dann gehen wir in die Minecraft, .Minecraft-Dingens da, in den Bin, halt zuerst gucken wir, ziehen wir das darüber und jetzt brauche ich den Millionaire-Mod zuerst, den haben wir da. So, dann ziehen wir da lang. Okay, wir öffnen den erstmal. Jetzt steht hier nämlich Put in Minecraft Folder. Da wir gerade hier drüben in der Minecraft Folder drin sind, öffnen, machen wir den da einfach rein. Nein, das löschen wir nicht. Das ziehen wir einfach wieder da rein. Put in Minecraft Folder. Dann ziehen wir den Millionaire Mod hier rein. Gehen hier zurück. Put in Mods Folder. Das heißt, wir müssen einen neuen Ordner machen. Den nennen wir jetzt mal Mods, ganz kreativ. Doppelklick, put in Mods Folder, rein da. So, was haben wir hier noch? Beginner's Guide Millionaire. Brauche ich nicht. Okay, hätten wir den Millionaire Mod, soweit ich jetzt denken kann, installiert. Da ist eine Mücke auf meinem Bildschirm, auf einem großen, massigen Bildschirm. So, ich mache mal kurz das Licht an. Okay. Millionaire Mods dürften wir jetzt eigentlich haben. Gucken wir mal das Zombie Modpack an. Das geht nämlich als nächstes. Das Zombie Modpack ist eigentlich auch ziemlich leicht zu installieren. Boah, Fliege, fick dich. Oder Mücke. So, indem wir nämlich nochmal hier für die Schwerverständlichen, wir gehen hier in den Mods-Ordner, den wir schon erstellt haben. Doppelklick. So, tut mir leid. Hier machen wir neu. Ordner und machen hier einen Ordner namens Zombie. So, dann gehen wir in diesen Zombie-Ordner rein und haben hier den Config-Ordner. Jetzt kopieren wir einfach alles aus dem Config hier rein. Gehen hier zurück. Fick dich jetzt, Mücke, du gehst mir bloß noch auf den Sack. So, die Source-Datei, die brauchen wir überhaupt gar nicht. Die brauchen wir nie, nie, nie. Einfach bloß die Classes. So, wir gehen hier zurück. So, wir gehen mal öffnen die Bin, die .Minecraft. Jetzt kommen wir gleich, Testversion, Penis. Okay, wir ziehen das darüber. Boah, Mücke, ey, verpiss dich. Es geht mir gerade so übelst auf den Sack, das Viech. Okay, ziehen wir den... Entschuldigung. Ziehen wir jetzt die Classes einfach hier rein, nachdem wir das alles extrahiert haben. So, ist drinne, perfekt. Hätten wir den Zombie-Mod. Jetzt können wir das hier wieder minimieren. Als was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir den Modloader. Der Modloader, den haben wir eigentlich auch schon längst extrahiert. Bedeutet einfach alles auswählen und hier rüberziehen, dann auf OK drücken. Hätten wir den Modloader. Okay, als nächstes machen wir... also ich habe die Classes. Was ist Classes? Achso, ja, das ist Zombies Modpack. So, minimieren wir das nochmal. Ich hätte vielleicht chronologisch vorgehen sollen. Egal, wir machen die Singleplayer Commands. Bedeutet, wir tun das bis hier. Hoppala, jetzt habe ich es. So, wir wählen das jetzt einfach alles mal aus. Ja, gut, das ist jetzt das WinRAR-Archiv, was ich auf habe.
Bedeutet, wir wählen die hier einfach mal alle nacheinander gekonnt aus und ziehen die jetzt einfach hier rein. Okay. So, dann minimieren wir das und haben hier jetzt in dieser... Jetzt müssen wir in den Bin-Ordner den WorldEdit reinziehen. Haben wir getan. So, ich versuche mal kurz diese Mücke zu erwischen. Hat mal wieder nicht geklappt. Da dürften wir es jetzt eigentlich auch soweit mit den Singleplayer-Commands haben. Jetzt gucken wir noch den Pokéball-Mod an. So wie es aussieht, müssen wir einfach wieder WinRAR öffnen und das hier einfach bloß reinziehen. Ist ja schon alles extrahiert, Modloader ist drinne. Dann machen wir okay. Ganz wichtig, wirklich richtig wichtig, Leute. Löscht das hier raus, die Meta-Inf. Ja, das wollen wir nicht mehr drinne haben. So, fick dich jetzt, Mücke. Schließen. Jetzt gucken wir mal, ob das in Minecraft auch funktioniert hat. Logging in, das freut mich und es loggt immer noch in. Genau, jetzt kommt nämlich die Fehlermeldung. Set mod errors detected. One or more penis. Ja. Wow, ich nehme schon 11 Minuten auf. Schön. Als nächstes müssen wir dann nämlich wieder in den Prozent App Data Prozent, also wieder in den Punkt Minecraft Ordner reingehen. Dann in Bin. Nein, nicht in Bin. Wir gehen in Mods, in Zombie und dann öffnen wir die Config-Datei. In der Config-Datei ist es eigentlich ganz einfach. Man macht hier bei den, also die, die man Mods Cloud Enable, da wo das Enable steht, macht man einfach diese Raute weg. Aber der diesen Cloud-Mod nicht haben will, ich will auch nicht den Card-Mod. Bald-Mods mache ich mal rein, der ist leicht verständlich. So. Compass-Mod brauche ich nicht. Hier der Fly-Mod, der ist ganz wichtig. So, das lassen wir auf F. Fly up, mach mal Numpad 5, das ist meine Springtaste. Down ist Numpad 1. Und Speed Modifier ist dann Numpad 4. Dann machen wir das hier nämlich auch Numpad 4 rein. So, Numpad 4. Noclip mit F6, das passt. So. Running Speed Multiplier with Speed Modifier. Dann machen wir mal hier wieder die 10,0 rein. Vertikal, da würde ich euch wirklich empfehlen, macht hier nicht so arg groß rein. Ich mache jetzt mal 5 rein, weil es geht wirklich ab wie Schmitz Katze, wenn ihr das macht. Also wenn ihr das auf 1 macht, da könnt ihr überhaupt nicht mehr kontrollieren. Dann macht ihr mit einmal Taste Anschlag, macht ihr da um die 5 Blöcke nach oben. Move Speed Multiplier. Ja, das lassen wir auf 1. With Speed Modifier machen wir wieder auf 10.0. Flying und Noclip, das passt. Path Mod brauche ich nicht. Sun Mod, ja, den bräuchte ich. Der Sun Mod ist nämlich das mit diesem Zeitcontroller. Der Weird Mod brauche ich jetzt nicht. Safe Mod brauche ich jetzt auch nicht. Recipe Mod auch nicht. Oder der Safe Mod war was? Nein, brauche ich nicht. Spawn Mod brauche ich nicht, Aura Mod brauche ich nicht, Teleport Mod auch nicht. Der Cheat Mod, den kann ich gebrauchen. So. Jetzt ändern wir das hier von Numpad 5 auf, ich würde mal sagen, was machen wir da? Machen wir da einfach mal großes M, das brauche ich für nichts. Doch, brauche ich schon für was anderes. Wir machen C rein. Ja. So, dann haben wir das eigentlich schon geklärt, was ich da ändern muss. Furnace Mod brauche ich nicht, Dig Mod brauche ich nicht. Hier der Weather Mod, der ist auch noch lustig. Den wollte ich mir auch noch reinmachen. So, dann machen wir Used to Call Rain, End of Rain. Machen wir nicht Glück, sondern Numpad 6. Halt, hatte ich nicht Numpad 6 schon verwendet? Ne, hatte ich nicht. Hier, Lightning machen wir Numpad 3 draus. Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Growth Mod, Chest Mods. Der Chest Mod ist einfach, wenn ihr sterbt, dann kriegt ihr, das ist dieser Chest Mod einfach. Wenn ihr sterbt, dann werden eure Items, glaube ich, in so eine Chest. Death Mod, dann mache ich den auch an. Item Mod, bla, okay. Ah, okay.
Okay, hier haben wir noch so Apple und Egg. Okay, Chocobin. So, dann gehen wir auf Datei speichern, wenn wir das hier alles soweit erledigt haben. Schließen das wieder. Sagen wir jetzt nicht. Gut, ich habe Minecraft nicht aufgelassen. Jetzt habe ich es auf. Perfekt. So, wir warten. So, jetzt haben wir hier meine New World, meine Let's Play Welt. Jetzt machen wir hier mal Tuto. Also für Tutorial. Okay, wir haben jetzt gerade 21.46 Uhr, wie ihr seht. Und die Welt braucht gerade ein bisschen. So, hat gleich fertig. Und wir warten. Aha. Und wir warten. So, sehr schön. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Millionaire-Mod. Funktioniert alles so, wie ich das denke. Also der Millionaire-Mod ist jetzt wirklich extra für diese Version abgestimmt. Und ich schreie gerade die ganze Zeit. Das ist ein bisschen scheiße. Fuck. Naja, müsst ihr damit leben. Das kann ich ja noch runtertorkeln. Da haben wir noch ein paar lustige Hühnchen. So, wenn ich jetzt F drücke, dann sehen wir, dass überhaupt gar nichts passiert. Okay, warum passiert nichts? Jetzt seht ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht. Warum geht mein Dingens nicht an? Okay, das geht auf jeden Fall, dass wir hier uns Sachen holen können. So, mach mal. Nee, Speed. Set Speed 4. So müssen wir das schreiben. Wum, 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 wum. Hüpf. Okay, jetzt machen wir hier No Clip an. Perfekt, dann können wir hier auch fliegen. Okay, das freut mich. Wir können fliegen. No Clip. Achso, wir fliegen da, so wie wir hingucken. Okay. Sehr nice. Ja, auch sehr intelligent neben... Ach, egal, da könnt ihr ja nichts dafür. Ja. Wir können jetzt auch einfach bloß mal ein bisschen rumgucken. Natürlich will das jetzt nicht so, wie ich das will. Ups. Ja, rein da. Nein. Boah, das ist ein bisschen verwirrend mit Noclip. Ich frage mich aber gerade, warum der Zombie-Mod nicht funktioniert. Wollen wir mal hoffen, dass die hier nicht abfackeln. So, wir fliegen hier nach oben in die Wolken. Über den Wolken. Eieiei. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Okay. Also hier haben wir... Wartet mal, das dürfte eigentlich diese Crossbox sein. Jo, also das bedeutet einfach bloß, dass hier ganz viele Villages sind. Also hier seht ihr ja schon da Village und hier Village und da vorne und da hinten nicht. Aber hier, das ist eine Farming Village. Lustig zu wissen ist auch, wenn ihr hier drüber fliegt und das hier macht, fluppt, dann leckt der PC ein bisschen und dann ist das hier gewachsen. So. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier in diesem Tutorial ein bisschen helfen. Ein bisschen zeigen, wie man das macht. Guten Tag. Ich hoffe, ihr konntet sehen, wie man das... Also, ich werde die Links jetzt nicht extra in die Beschreibung machen. Dazu seid ihr wohl noch intelligent genug, um das einfach einzugeben, was ich eingegeben habe. Das werdet ihr noch schaffen. Und ich weiß, dass es jetzt übelst rumleckt bei euch. Brille? Fragezeichen? Ja. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle auch schon mal von euch verabschieden für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet jetzt lernen, wie man sowas macht. Und ich hoffe auch, ihr konntet jetzt endlich mal blicken, wie man diese Mods installiert. So, wir können ja auch lustig weit hüpfen, wenn wir springen. Ja, total geil. Wir können extreme White Jumps machen. Hüpf, 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 hüpf. Okay. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und wie gesagt, ich kann mich bloß wiederholen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, weiterhelfen, dass ihr das auch jetzt installieren könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial wieder. Bis dann. Adio.
Ja, Adio. Fail.